Das betrifft nur bestimmte Chips, und zwar diese Rosmarin-Kesselchips. Wenn ich die anfange zu essen, dann muss ich die auch aufessen. Das ist gut zu wissen, Laura. Willkommen zurück der neuen Folge Evil Within mit den Spielkindern. Ich hab Matsch gesagt. Genau, endlich wieder Matsch. Nick spielt und wir sind immer noch in der Stadt, Kapitel 13. Und Nick schafft dieses Kapitel jetzt bestimmt, diese Folge. Ja, wir rüsten uns mal aus. Hier ist die Tür. Wir haben hier sehr viel Munition. Wir uns an der Kleiderstange aufhängen. Können wir auch machen. Nackt, bitte. Wie David Carradine gestorben. Ja, genau. War ja ein Unfall. Im Schrank, genau. Er hängt. Wo wir jetzt wohin müssen? Vielleicht da, wo es wackelt. Ich glaube, hier hin. Da ist eine Kiste, die kannst du kaputt hauen. Das ist ein Mensch, ein Toter. Naja, die sind ja hier überall. Das ist ja langweilig mittlerweile. Matsch. Gut. Ja, was ist bisher passiert? Nicht viel. Also in der letzten Folge hat Laura genau 10 Meter, ist weit geschafft ungefähr. Na und? Und hat dabei den Kistenkopfmann umgangen. Nicht mal besiegt oder so. Den kann man auch nicht besiegen. Ich glaube auch, dass man den... Ja, den hätte man töten können. Da, der Schrank war auch noch zu öffnen hinter dir, der rote. Der hier, tatsächlich. Noch mehr Matsch. Den hätte ich doch gerade gesehen. Dass die immer auf mir rumhacken müssen, nur weil ich 10 Meter weit gekommen ist. 10 Meter haben oder nicht haben, ne? Ich stimme dir zu, aber... Wir hätten mal die Kapazität für die Pistole erhöhen sollen. Wäre vielleicht gut gewesen. Weißt du, wer auch auf dir... Nick, jetzt lass mich doch mal den Pun noch zu Ende führen. Ja. Weißt du, wer viel mehr auf dir rumhackt als wir? Der ist schon ausgelaufen. Letzte Folge hat der Kistenkopfmann viel mehr auf dir rumgehackt. Nick, hast du einfach versaut. Ja, du hast es mir versaut. Das Timing war so schlecht gewesen jetzt deswegen. Der kommt bestimmt gleich wieder, der Kistenkopf. Ja, das ist okay für mich. Dann kann er auch auf Nick rumhacken. Ja. Zu Recht, weil er mir meine Witze kaputt macht. Zerstörer der Pointe. So. Nein, doch, der Matsch. Matschi, Matsch. Aber echt, der und seine Minen, die mir voll auf den Sack. Ja, es ist hier ist noch eine Tür gewesen, die nicht versperrt ist. Ach so. Ja, also da ist zumindest jetzt nicht offensichtlich versperrt. Okay. Sie ist aber versperrt. Warum sie alle anderen Türen mit Stacheldraht umwickeln, wo man nicht durch darf, und die dann jetzt nicht mehr. Ha, da ist er wieder. Nee, das ist irgendwas anderes. Was ist denn das? Kann ich auch das schießen? Sag mal, der Explosionsbolzen in sich. Das sah ungesund aus. Der kommt bestimmt jetzt irgendwie... Was war denn das? Von hinten. Oh! Ja, da war irgendwie jetzt plötzlich so eine Mine. Oh. Ja, nee, das war ein Zombie, der von hinten an dich ran... das war ein Zombie, okay. Das habe ich nicht gesehen, aber ich habe noch eine Spritze gerade gefunden. Ein bisschen schade, jetzt einsetzen zu müssen, aber... Das muss. Ich finde Explosionsbolzen in sich drin. Ja, das ist ungesund. Ich weiß nicht, warum die sowas machen. Das ist dämlich. Ja. Finde ich auch. So, jetzt hier. Ich glaube, hier muss ich rein. Ruhig, genau. Schön. Ich wieder hoch. Nein, ich will runter. Wir wollen doch zu Kidman. Verdammt nochmal. Ich könnte es jetzt so wie Dauer machen und einfach nochmal eine Minute hier drin bleiben. Oh, es ist schön. Ich bin nicht eine Minute da drin geblieben. Mann, das waren vielleicht 10 Sekunden. Ja. Da war übrigens Werkzeug. Da war Zeug rechts hinter. Warum gehst du weg von den schönen Sachen? Und da ist eine Kiste. Wir haben doch alles da. Eine Kiste war Matsch. Ja. In den Kisten ist eigentlich immer nur Matsch. In letzter Zeit. Noch ein Eisbolzen. Ich glaube, sie wollen, dass man als Eisbolzen benutzt. Wenn ich jetzt ein böser Schummler wäre. Du hast gerade eben das Ding hier weggehackt. Ne? Ja, dann packst du es mal wieder da. Genau, Snipergewehr brauchen wir jetzt in den engen Innenräumen nicht. Wenn ich jetzt ein böser Schummler wäre, würde ich sagen, ich habe eben, als ich geschmult habe, was jetzt noch in dem Kapitel oder wie lang das Kapitel ist, weil ich es einfach wissen wollte, dann könnte ich sagen, da stand was, dass wir am Ende Eisbolzen gebrauchen können. Also vielleicht. Ja. Jetzt nicht die einfach sinnlos verschießen. Ja. Genau, aber wir haben ja genug. 3 Stück, das ist ja ganz ordentlich. Ist das hier? Da unten ist auch noch Matsch. Ja. Matsch. Und da ist ein Fach. Rot, das Fach. Wozu stellen die da einen roten Schrank extra hin? Damit du reinguckst. Genau, weil vielleicht ist das da Spritze. Ja. Ich finde das Ducken jetzt albern. Und Matsch und Streichholz. Vielleicht könnten wir den ja mal anzünden. Mach die mal kurz. Den Kastenkorb. Vielleicht können wir einen Kastenkorb anzünden. Noch eine Spritze. Ich habe so das Gefühl... Nicht. Vielleicht ist das der geheime Weg, ihn zu töten. Ich habe so das Gefühl, hier geht das so ein bisschen bosskampfmäßig gleich ab. Ja, aber so richtig halt auch nicht. Aber ich will nicht zu viel verraten. Joseph. Nur weil da irgendjemand gerumpelt hat, ist es automatisch Joseph. Er ist umgeben von Albtraummonstern und es ist Joseph, wenn er was hört. Ja. Okay. Ja. Naiv.
der Gute. Da steht auch noch auf dem Tisch Zeug, ne? Ist er naiv oder ist er nur dumm? Ist der Unterschied so groß? Also, bei realen Leben würde ich sagen, ja, der Unterschied ist groß, ob dumm oder naiv. Links ist auch noch eine Kiste hinter dir. Du willst doch alles mitnehmen, oder? Und eine Mikrowelle. Warum duckst du dich? Da ist keiner mehr. Ja, wirklich, ja, aber der Raum sieht so nach, hier kommen gleich Monster. Sei mal nicht so wegrennen muss. Wo willst du denn hinrennen? Das ist ein viereckiger Raum. Toll, jetzt haben wir ein Scharfschützengewehr Muni gefunden, obwohl wir das Scharfschützengewehr gepackt haben. Naja, und? Aber das brauchen wir doch hier nicht. Feuer. Hinter der Tür war ja nichts mehr hier, die neben dir eben links war? Achso, das war die Tür. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht eine Tür in der Wand. Nee. Gut. Wir sind in der Küche, ne? Sind wir? Captain Obvious ist wieder unterwegs. Wir sind oder so in einer Küche. Naja, ich wollte damit eigentlich nur sagen, vielleicht hat Basti ja Hunger und da hängt irgendwie Lammschwein oder so. Lammschwein. Gut, dass wir gerade gelernt haben, dass das der Mensch steht. Ja. Oh, da ist der. Hi. Freund. Okay. Nicht Freund. Speicherpunkt. Fortschritt. Carsten. Jetzt Bolzen. Carsten, Copy. Ja, ich weiß. Freund. Bist du Freund oder Feind? Ein Freund. Ach, Traumschuss. Kommt ja bald ein neuer Bulli-Film, ne? Oh, da freue ich mich drauf. Bulli-Parade der Film. Wir wissen noch nicht, worum es gehen wird, außer irgendwas mit Bulli-Parade. Ich finde es schade, dass es die Bulli-Parade nicht mehr gibt. Ja gut, da kommst du jetzt aber 15 Jahre zu spät. Ich weiß, dass es die schon lange nicht mehr gibt. Bis 2002 oder so, glaube ich. Oh, ja. Eine Statue? Das ist eine Statue. Aber die wurde auch lange noch wiederholt. Ja, klar. Das muss ich von der anderen Seite anschlagen. Kannst du die nicht tothauen? Also na, von der anderen Seite. Ich muss den Schlüssel noch. Hauen konnte ich von der Seite nicht. Ja. Ach nö. Was ist das jetzt? Ach, das sind diese Staubsauger. Das sind Rombos. Ja. Ich glaube, du darfst nicht gegen die laufen, die säbeln dir die Ferse. Ja, die säbeln dir sonst die Ferse. Dann passt du aber in die Schuhe von Aschenputtel rein, wenn sie dir die Zehen absäbeln. Oh. Vorsicht. Kann ich die ausschalten? Ich glaube nicht. Ich glaube, du musst die umgehen. Aber ich will da hinten hin, wo der ist. Na, da musst du halt einstudieren, wo der lang geht. Ist der einfach da weg. So. Guck mal, jetzt ist er weg. Jetzt mach schnell. Schnell, hau du. Nimm die Schüssel und weiter geht's. Wow! Okay, das ist jetzt blöd. Du bist wieder durch so ein Ding gelaufen. Sehr schön. Ah, okay. Da war so ein Stolperdraht. Ja. Mhm. Man sieht den Kackstolperdraht nie. Okay, das ist aber so... Ah, fuck. Au. Gut, die tun aber nicht doll weh. Ja. Es sei denn, man läuft mehrfach durch. Ja, ich... Guck mal, jetzt genau, lauf hier einfach durch. Alles gut? Kommst du nicht lang. Hier links dann. Ja. Oh, okay. Wow, ich weiß nicht, wie wir das überlebt haben, aber wir haben es überlebt. Finde ich gut. Nee. Der kleine Stachelhasi. Nee. Oh, du musst dazu ein Säureding. Nee, musst es ausmachen. Alles links. Ja. Oh, ist das eigentlich Stolper hier? Dass der überhaupt noch Füße hat? Ja, wirklich. Wir sind in echt. Ein paar Messer, er hat ja Schuhe an. Das sind sehr stabile Schuhe. So. Schaff. Kann man empfehlen zu kaufen. Immer, ich nehme mal eine Spritze, dass wir nicht gleich wegsterben. Für zwei. Immerhin laufen wir jetzt da lang, wo Ruvik gerade langgelaufen ist und der Kistenkopfmann und Joseph. Ja. Da gibt also bestimmt Action ab. Soll ich mal in die andere Richtung mal gucken? Ja, kannst du mal in die andere Richtung gucken. Vielleicht ist da ja was Schönes für uns. Da dürfte jetzt ja kein böser mehr sein. Nö, da ist keiner. Das ist einfach nur ein Raum voller Zeug. Schöner Sachen, die das Leben schöner machen. Also voller Leichen. Naja, hier hinter uns ist ja noch Zeug. Genau. Ja. Ist ja noch was. Und das war's. Munition. Nee, da. Ja. Und da ist noch Munition. Oh Mann, wir hätten echt die Pistole vergrößern sollen. Und eine Spritze. Nein, das ist ja gar nicht schlimm, dass ich da jetzt eine verbraucht habe. Ja. Überhaupt nicht. Ach. Wir nachher noch unser Maximum stoßen. Wir müssen echt die Pistolenkapazität vergrößern. Wenn das noch geht. Ja. Wir haben schon 20 Schuss liegen lassen. Raum, ja. Wir haben schon 30 Schuss liegen lassen. Verdammt. Komm, schieß mal 10 Mal in die Wand, damit wir das Gefühl haben. Wir haben es nicht einfach umsonst da gelassen. Oh, ein Kälteraum. Eben war halt alles heiß, jetzt ist alles kalt. Oh, Joseph. Da hängen übrigens ganz viel. Wie schön, Menschen. Dass der sich gerettet hat und wir jetzt am Arsch sind. Danke, Jojo. So, jetzt. Das ist ein Charakterspein.
würde ich vorschlagen, dass du mich anhörst, lieber Nick. Du musst nämlich, glaube ich, auch in diesem Fahrstuhl und musst halt so lange überleben, bis der wieder da ist. Das ist, bietet sich halt hier an. Du ihn, solltest auch nicht in die Minen rennen. Genau, ihn zu umgehen und ihn hin und wieder mal einzufrieren, damit er stehen bleibt für ein Weilchen. Es ist so dunkel. Es ist wirklich dunkel. Und überall die Leichen. Hat er nicht eine Lampe? Ach, keine Ahnung. Wir haben auch eine Lampe. Linker Stick reindrücken, war das irgendwie so? Ich glaube, jetzt hat er gerade irgendwie Minen verdingst, oder? Nee, noch sehe ich keine Minen. Okay, dann. Ist immer blöd, hier so die Seite zu wechseln. Langsam laufen ist auch doof. Ich weiß nicht, ob man da nochmal irgendwie auf den Knopf drücken muss oder so. Ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht läufst du nochmal zu. Ich dachte, du meintest, das muss nur warten. Ich habe, wie gesagt, nur einen Satz gelesen. Da stand irgendwie Eispfeile, um ihn zu bremsen, während man irgendwie wartet, Zeit vergeht. Aber das brauche ich ja gar nicht. Nö. Ach, da. Die ist gerade aufgeguckt. Nee, doch nicht. Nee, du warst eben da, da war kein A zu sehen. Also alles gut. Da rechts durch die Tür bist du reingekommen, ne? Ja. Genau. Gut, dann geht ja nur dann warten. Rennen wir einfach im Kreis. Ja. Dann ist das der dynamischste Bossfight, den wir seit langem hatten. Ja, doch, das ist interessant. Ich find's auch gut. Gut, vor allem gut, dass wir die Ausdauer von Basti so gut aufgelevelt haben. Ne? Aber jetzt hat er gerade Minen geschmissen. Ja, da in der Mitte liegen jetzt Minen, da musst du ein bisschen aufpassen. Dass du da nicht aus Versehen. Aber wenn du jetzt hier mal außen lang läufst. Es sei denn, er schmeißt jetzt außen Minen hin. Ist aber schon ein bisschen albern jetzt gerade, oder? Dum, 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 dum. Hoffentlich kriegt Basti keinen Drehwurm. Ja, dann muss er echt auch. Ich glaube, mir wird gerade schwindelig. Mir auch langsam. Wie geht's euch da draußen? Schreibt mal in die Kommentare. Wird euch gerade schwindelig. So, und der Fahrstuhl irgendwann mal wieder? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich hab das nicht willst so genau. Willst du ihn mal gesehen. Kurz vereisen und dir das mal in Ruhe kurz angucken? Nö. Oder auch nicht? Dann nicht. Ach komm. War jetzt ja nur ein Beispiel. Vielleicht muss man ihn auch besiegen. Vielleicht stand das im Satz danach, den ich nicht mehr gelesen habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich kann es dir auch nicht sagen. Könntest ja mal nochmal ihn vereisen und dann vielleicht irgendwie auf ihn schießen. Oh, jetzt hat er wieder Minen gelegt. Du hast ihn wütend gemacht, das hättest du nicht tun sollen. Oh ja, Leute, jetzt einmal andersrum, damit der Drehwurm komplett wird. Ach, ich glaube, den Kopf bringen. Ja. Oh, die liegen da jetzt echt blöd, die Minen. Ja. Die liegen da jetzt echt blöd. Ich glaube, du läufst da jetzt echt blöd. Nö, das passt schon alles. Vielleicht ist da irgendwie ein schadenmachender Bolzen besser oder die Schrotgewehr. Ja, wir haben auch genug Schrotmunition eigentlich. Ups. Vielleicht gehst du weg. Weiß nicht. Ja. Ach, mein Gott. Ja, das ist doch ganz ordentlich. Ich meine, wir haben genug Schrotmunition. Ja. Ja, der will irgendwie was von dir, glaube ich. Ist der denn so aggressiv? Das weiß keiner. Also mal zur Anti-Aggressionstherapie. Irgendwann haben sie den wohl mal ins Hirn geschissen. Dort. Oh. Okay, da war's. Dort machen. Jetzt ist er übrigens weg. Ja. Du kannst also hier Sachen. Oh, da sind wieder diese Viecher auf dem Boden, aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. Da war noch im Schrank rechts. Ich würde da reingehen, er kommt da dann noch, nämlich wieder, ne? Wieso kommt er wieder? Egal. Ah, ich gehe da jetzt rein. Da ist ja, geh doch da jetzt einfach rein. Sag ich doch, dass er wieder kommt. Er ist mal reingegangen, ey. Läuft. Läuft bei dir? Ja, der Schlag war jetzt nicht notwendig, sorry dafür. Nein, alles gut, Leute, alles gut. Siehst du, und bei mir hätte er jetzt wieder mit seinem Kackhammer ausgeholt und mir von unten ins Gesicht. Ja, ich hatte genau genug Leben, dass er das nicht macht. Du hast ja auch das hübschere Gesicht. Ich meine, da hat man ja viel mehr Lust drauf, da mal reinzuschlagen. Ich wusste nicht, wie ich das anders beenden sollte, mir leid. So sollte das eigentlich, mehr ein Kompliment werden. Aber das sollte ein Kompliment werden, das war der gemeinste. Aber es ist so mittendrin, überhaupt. Es ist so mittendrin verreckt, das Kompliment. Passiert mal. Es ist auch schon spät. Also ja. Was soll man denn wie spät ist es? Nicht mal morgens. Ich sag, wo sind wir denn jetzt? Unten. Oder? Keller. So, ich glaube aber wirklich, jetzt ist das Kapitel leicht zu Ende. Also solltest du vielleicht noch diesen Raum irgendwie schaffen? Ja. Das war nämlich der letzte Absatz, war dieser Kampf, nenne ich es jetzt mal. Ach Mann, sorry. Ist nicht schlimm, ist ja nichts passiert. Ja, so ein unnötiges Ja, danke. Sehr gut.
Das hat sich ich hab gerade nicht hingeguckt. Habt ihr noch was gesehen? Da war nichts. Da unten, auf der Kücheninsel. Da, auf der Seite. Du hast recht. I better find Kidman, Mann, die ist doch schon längst. Die ist doch schon längst Matsch. Also, sie war noch ein Safe Point. Ja. Also, ist schon. Vielleicht passiert hier auch nochmal was. Jetzt zum Beispiel noch ein langer Gang. Was habe ich für eine Waffe? Pistole. Die kommt nachgeladen. Jetzt. Vielleicht kommt jetzt auch einfach nur noch eine. Da draußen laufen Leute rum. Oh, du musst dir angucken. Ja, warte, oh, sie lebt ja doch noch. Leslie und Kitty. What's she after? Oh, Leslie. Oh. Und. Ja, also, ja, ne? Dann. Aber hatte Kidman nicht vor der Busverfolgungsjagd durch die Stadt auf uns geschossen oder so? War das nicht so? Weil wir uns verwandelt haben? Ja, wir haben sie auch angegriffen. Ja, also. Gut. Das, da kann man dann schon mal verstehen. Ja, ich glaube, da ist man jetzt nicht so nachtragend. Also, ich wäre schon nachtragend, aber. Ja, aber du bist ja immer nachtragend. Basti ist ja kein. Genau. Basti ist ja keine Frau. Ja. Nur Frauen dürfen einem Sachen jahrelang vorhalten. Das weiß man doch. Ja. Das ist ja eine der wichtigsten Fähigkeiten, die ihr habt. Natürlich. Während Männer schon Sachen, die vor Jahren passiert sind, vergessen haben, können Frauen das aus ihrem Gedächtnis wieder hochkramen bei dem nächsten großen Streit und vorwerfen. Ja, ja, ist super. Das ist eine lange Liste an guten Argumenten. Mhm. Ah, Sequenz. Oh, so schön, da will hübsch ich hin. Ist es da. Mhm. Guck und mal. Seifenblasen und gruselig. Schöner Himmel. Nein, ich finde es hier schön. Ich find's ein Spielplatz, auf dem sich alles von alleine bewegt, ist gruselig. Ich glaube, das ist die Definition dafür. Ja, möglich. No, Leslie. Not today. You'll protect me? Yes, that's my job. Nein, dein Job ist eigentlich, Verbrecher zu fangen. When I get home, they'll be surprised. Das sieht ganz geil aus. Ja. Das wäre jetzt auch viel beeindruckender, wenn man nicht wüsste, dass es eh alles nur in einem Kopf stattfindet. Und oh. It's not your fault. I'm sorry. Ich werde dich beschützen und dann schieße ich dir in den Kopf. Oh. Oh, jetzt schießen oder sich wir alle schießen ihr in den Kopf. You don't understand. You don't know what you'll become. I do. I've seen it. You don't understand what Ruvik is after. So tell me, what is he after? He's after Leslie. Ja, das war uns klar, oder? To finish his science project. Don't patronize me. I have orders. Okay, sie hat extra Befehle irgendwie, die wir nicht kennen. Sie hat Doppelagent. Die wusste also von Anfang an mehr. Ja, toll. Dieser Junge macht einen aber auch fertig. Oh, hat Hitman jetzt echt Joseph erschossen? Super. Super cool. Ah. Nice. Hübsch. Wir fallen wieder in irgendein dummes Loch, wo wir uns erstmal jetzt ein ganzes Kapitel wieder rauskämpfen dürfen. Ja. Wahrscheinlich. Schön, sehr Leute. Habe ich schon wieder ein Kapitel abgeschlossen? Mann, das ist ja. Hast du schon so, ja, eins nach dem anderen. Nick macht sie einfach alle fertig. Dann bist du das nächste Mal in 3 Folgen, machen wir dann offensichtlich Kapitel 14 fertig. Ja! Ja. Aber bis dahin. Es wird ja auch mal Zeit, verdammt. Finde ich ja auch. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Wiedersehen.